Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Noada, ich grüße dich. Viele Frauen würden dich beneiden. Du hast 3 Verehrer und eine große Liebe. Und die Frage ist, wie sollst du jetzt mit diesen Männern umgehen? Wir konzentrieren jetzt auf deine große Liebe. Dieses Bild in die Mitte zeigt ein Träumer. Und das, was euch verbindet, ein Traum. Ein Traum kann wahr werden, ein Traum kann auch platzen. Woran glaubst du? Oder woran glaubt er? Lebt euren Träume. Aber wie? Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Dieser Ritter kommt entgegen. Vielleicht mehreren Ritter kommen entgegen. Du triffst die Entscheidung. Wen öffnest du dieses Tor? Welcher Ritter darf in dein Burg eintreten? Mein Gefühl sagt dasselbe, was auch dein Herz sagt. Das ist dein Wunschpartner. Also lebe mit ihm diesen Traum. Er kam auch zu dir. Und er sucht auch dieses Tor, dass du das öffnest. Worüber sollst du nachdenken? Das zeigt hier dieses Bild. Da sind mehrere Frauen. Natürlich kann das bedeuten, du sollst den Kontakt zum Frauen pflegen. Entweder von Verwandtschaft oder Freundinnen, Kolleginnen. Komm zu dieser Fröhlichkeit. Ein Austausch, Gespräche über Kleider zum Beispiel. Kann auch bedeuten, dieses Bild, dass du vergleichst dich mit anderen Frauen. Das brauchst du aber nicht. Ich habe dein Bild gesehen und du bist eine Schönheit. Ich muss das mal so sagen, wie das ist. Du bist eine Schönheit. Und du brauchst dich mit niemandem vergleichen. Ich würde sagen, dieses Bild vermittelt dir eher diese Fröhlichkeit Kontakt zu anderen Frauen. Und vergiss diese anderen 2 Männer, die sind uninteressant. Ich will nicht sagen, dass das nichts werden könnte, aber wenn du deinen Wunschpartner liebst, dann bleib bei ihm. Und verbringe deine Zeit eher mit Freundinnen und komm zu diesem Lachen, zu dieser Fröhlichkeit. Was liegt im Verborgenen, in deinem Seelischen? Schau mal das an. Hier bekommst du das Geschenk und das ist dein Wunschpartner. Und diese Fee sagt, nimm das, das ist doch deins, bitte nimm das. Es ist dein Wunschpartner und du schaust weg, nee, ich darf das gar nicht. Und ich glaube, das wird sowieso nichts. Verabschiede von diesen Gefühlen und auch von diesem Gedankenmuster. Dreh um und nimm das als Geschenk. Nimm diesen Mann als Geschenk in dein Leben. Seine Gegenwart zeigt dieses Bild. Diese Dame hat eine symbolische Bedeutung und zeigt seine Haltung. Er hat Angst, dass diese Tür zu ist. Welche Tür meint er? Diese Tor, was zu dir führt, dass du auf einmal sagst, sorry,
ich habe jemanden kennengelernt, bleib draußen. Davon hat er Angst. Worüber macht er Gedanken? Das zeigt hier die Sonne. Er möchte erfolgreich sein. Er möchte die Zeit mit dir genießen. Er plant auch im Sommer etwas. Vielleicht eine gemeinsame Reise oder kommt mehr Offenheit. Sonne symbolisiert auch Wahrheit und Offenheit. Und wenn das sein Gedanke ist, dann wird das auch vermitteln. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Das ist seine Kindheit. Das ist wie eine Oma, wo für die Kinder Märchen vorliest. Das entspricht auch seinen Wünschen. Und mein Gefühl sagt, er wünscht sich Kinder von dir. Er möchte diese Familie leben und da sind Erinnerungen, da sind auch schöne Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie. Ich würde sagen, dass das gar nicht seine Mama ist, sondern seine Großmutter, dass er Erinnerungen hat an seine Großmutter. Diese Karte ist eine zusätzliche Botschaft und zeigt, kommt näher. Ihr braucht die Nähe, damit das nicht so kühl wirkt. Das ist nur nach außen, ist es so kühl wie ein Eis. Aber ihr braucht die Nähe. Er auch, glaub mir. Liebe nur das, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.